Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Yep. Und wir müssen noch kurz ein paar Sachen hier rein tun und ein bisschen verkaufen, dann geht's schon weiter. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, diese Waffe gefunden. Und jetzt wollen wir hier einen Edelstein reintun, natürlich einen roten. Ich weiß nicht, ja, das ist der grüne, bringt uns noch nichts. Und 700 Leben ist schwach. Weil ich glaube, pro Treffer-Effekte sind nicht gerade gut. Weil die Charakter schon viel zu viel Leben haben. Und ja, nehmen noch den letzten von den großen roten Edelsteinen. Wie heißen die? Marquis. Okay. So. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe vorher trainiert. Jetzt bin ich erst kürzlich zurückgekommen. Und ja, wir wollen hier Israel Rokonov. Okay, machen wir zuerst das. Oder ist es mit Bonus? Muss ich noch kurz schauen. Hallo? Lad schneller. So hat man dann wieder die Verbindung verloren. Ach komm schon. Let's wait, Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, wir verlieren. Oh nein, doch nicht. Okay, nichts gesagt. Haben wir Bonus? Nein, wir haben keinen Bonus. Okay, machen wir trotzdem. Ich weiß nicht, was wir als mit Bonus bekommen. Ich habe noch nie was wir ohne Bonus überhaupt bekommen. Aber ich denke einfach mehr EP oder wahrscheinlich von diesen Kisten. Aber ich wollte noch was tauschen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aufstampfen bringt uns nichts. Weil Stampfsprung einfach nicht so das Wahre für mich ist. Ich könnte Erdbeben nehmen. Nee, das hat zu lange Ding. Das sind die normalen Fähigkeiten. Sperr der Urahnen. Seismisches Metall. Zerfleischen ist zu schwach. Ich nehme mal Harpune. Einfach mal so zum Antesten. Okay, wir brauchen noch für die drei ein paar Wutpunkte. So. Das einfache Volk von Kanduras spricht oft über Gallenkriecher. Ich hoffe, ich finde bald einen bestimmten Gürtel, damit kann man Explosionen herbeirufen. Das wäre richtig gut in der Verbindung mit dem Schlag. Mit dem Spalten. Weil das auch Explosionen aus Ding. Aber ich könnte dann mit Wirbelwind schneller die Explosionen erzwingen. Je nachdem, natürlich zum Wut aufbauen ist Spalten das Gute, und wenn man genug Wut hat, halt die Fresse. Dann hat man ja, beste Chance mit Wirbelwind. Setzt sich aus 5 Erzengeln zusammen, die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. Sie entscheiden über die Gesetze. Ich habe extra auf normal gemacht, damit wir ein bisschen schneller durch die Ebenen kommen. Und ich kann ja jetzt mal Speer der Urahnen einsetzen. Da habe ich jetzt noch vergessen. Mir ist nichts mehr Gescheites. Ich bin einfach noch ein bisschen zu langsam. Ich müsste ein bisschen schneller werden, irgendwie durch Schuhe. Oder sonst irgendwas. Ah, der süße Geruch nach Schwefel und Asche. Das Tor sollte in der Nähe sein. So.
Aha. Okay, er hat noch eine gute Reichweite. Und ist stark. Shit, ist das stark. Das ist ja mal geil. Nächster. So. Clanverpflichtung. Blutsog ist auch noch interessant, aber brauchen wir nicht in normal. Und jetzt können wir weitergehen. M drücken. Garten der Hoffnung und dort Rakanov töten. Machen wir. Drei Bosse in einem Kopfgeldding. Also in einem von den Abenteuer-Maps ist richtig pro Akt. Bosse geben immer sehr viel Erfahrung und eventuell Legendaries. Easy! Wir sind so, schon so extrem stark. Wie viel haben wir jetzt? 4600 Schaden. Und das auf Level 37. Ach komm, weg damit. Ich durchbohre alle Gegner. Die haben keine Chance. Kann man sogar noch ein paar, paar Vasen zerstören mit dem Speer der Uran. So. Und dann geht's weiter. Jo, also Diablo 3 macht mir momentan sehr viel Spaß. Aber ich bin meistens am Sacred 2 spielen, weil das natürlich noch mehr Spaß macht und auch sehr viel umfangreicher ist. Also bis ich dort durch alle 5 Schwierigkeitsgrade bin, oh Gott. Das geht Jahre. Da habe ich wirklich so die Vorahnung, dass ich mit dem Spiel, auch wenn ich es nur das Spiel spielen würde, niemals fertig werden. Es gibt so viel zu erkunden und alles mögliche. Und bis man Level 200 ist und alles mögliche. Da hat man es als Diablo 3 User extrem leicht. Imperius. Imperius, das größte Schwein der Engel. So, wir machen Hackfleisch aus dem Rakanov. Hackfleisch, 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 Hackfleisch. So, schade, dass ich zu früh angesetzt habe. Die 4 wollte ich nämlich nicht drücken. Aber egal, oh. Machen wir lieber hier noch ein bisschen. Und ein paar Sekunden. Am Anfang diente Rakanoth Andariel der Herren der Qual mit effizienter Brutalität. Jetzt wollte ich noch kurz schauen, was die neuen Fähigkeiten so können. Eben, das ist kritische Treff, das ist so ist noch nichts für uns. Drohruf, Bluternte. Bluternte, das ist das, was so gut ist, weil es extra Drop gibt. Kein Entkommen. Oh, nice. Okay, Speer der Auran austauschen mit Drohruf. Bluternte. Sehr schön. Wenn man das jetzt einsetzt gegen einen Boss, dann wird er auch extra Items und Heilkugeln abwerfen. Muss ich dann schauen. Mal zuerst mal gegen Schrott, gegen Trash-Gegner einsetzen. Und dann gegen Boss. Das geht noch nicht. Ja, da ist es jetzt nicht Ding, weil ich den letzten ohne Drohruf besiegt habe. Mal testen beim nächsten Scheißhaufen. LOL, die sind gerade gleich gestorben.
Okay, einen kurzen Cooldown haben sie. Komm. Ja, scheint doppelt gedroppt zu haben. Oder ist das nicht so gewesen? Das wäre nice. Jedes Mal einsetzen, wenn so ein Champion oder so kommt. Und dann, doppelte Items aus der Ding. Mit 25% Chance. 15%, okay. Auch gut. Der Barbar, das ist jetzt wirklich meine Lieblingsklasse. Bei Diablo 3 ohne Addon hat er mir nicht so gefallen. Aber hier recht nice. Und hier haben wir irgendein Spielchen und so. Was muss man hier machen? Ich weiß es nicht. Also so kommt man nicht weiter, man muss warten auf die Plattform. Schätzungsweise. Kann man irgendwie hier nach hinten? Ja, okay. Schön. Sollte der Herr des Schreckens je zurückkehren, so werden sie seine Vorboten sein, fürchte ich. Ach komm. Ihr Scheißhaufen, die vom Himmel fallen. Mal ein bisschen heilen. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Einen Heiltrank trinken und weiter geht's. Hier runter. Wow. Ich habe nicht mal angegriffen und er hat 11.000 Schaden bekommen wegen was? Wegen dem Schurken. Da ist jetzt kein Doppeltrop, schade. Ich weiß nicht, wie lange ist das. 15 Sekunden lang, okay. Ah, oh, nicht die Gegner, die nerven. Wirbelwind ist so extrem stark. Das ist so geil. Mit diesen Gürtel? Nein. Irgendwas haben. Ah, Schuhe. Ja. 12% mehr Damage vom Wirbelwind. Und wir finden immer solche Sensen Waffen. Aber die nehmen wir nicht mit. So. Und jetzt. Weiter geht's. Ja, ja. Okay, noch. 27 Gegner. Wie könnt ihr es warten in die Bedürfnisse? Ah, in die Heiligkeit des Himmels einzudringen. Aha. Hallo Leute. Kollegos. Ah, jetzt weiß ich, was das war. Das war ja unser Schutzschild. Das macht ja Damage, genau. Das ist vom Amulett. Kann ich euch kurz zeigen. Ja. 247 Waffenschaden macht es. Solange es die 3 oder 4 Bubbles um mich herum sind. Also jeder Bubble macht Damage. So, 100 habe ich schon mal. Jetzt muss ich noch einen Aspekt des Schreckens töten. Boom! 'Schlitz, Knotsch, Spreng, Pum, Plam, Plem Plem. Ihr habt gegen mich keine Chance. Bang. Wie könnt ihr es wagen, in die Heiligkeit der Himmel
So, hier oben. Brunnen der Segen. Okay. Das ist einfach ein Schrein wahrscheinlich. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich weiß nicht, wo der Aspekt des Schreckens ist. Also des Schmerzes. Dann halt des Schmerzes. Und irgendwie haben die Nebel. Die Engel haben Nebel. Oh. Okay, der Pfeil sehe ich schon mal. Ach komm, Morlus. Nervt euch. Nervt mich nicht. Lieber ein bisschen den Weg freispringen. Ja, toll. Hallo? Da muss doch irgendwas sein. Ich will das Item haben. So. Ach, nicht so. Das ist doch Schrott. 109,50. Hier. Ein Geschenk für mich? Oh, ein Geschenk. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Von Spalten. Nehme ich doch. Das nehme ich doch. Jetzt gehen wir Isual töten. Isual, das kleine, fette Drachenteil da. Soll eher so ein... Soll das sein? Ein... Wie nennt man die Sagenfiguren? Ja, einfach Dämon, also ähnlich. Geflügelte Schrecken. Einfach durchlaufen, diese Falle hat mich noch nie gezuckt. Ach komm schon. So. Ja, halt die Schnauze. Trollalala, trollala, trollala. Und diese nerven am meisten. Die wurden so ein bisschen zurückgeschleudert, weil der Wirbelwind hat noch ...35 Anziehung. 35 Meter Anziehung. Richtig nice. Ich brauche mehr Zeit. Bang und bang und damn. Hallo? Kannst du jetzt Doppeltrop? Mach einen Doppeltrop. Ja, sieht sich nicht so aus. Hm. Und boom. Autsch. Er hat mich erwischt. Oh. Sprengt es sich in die Luft. Zurück in die Hölle und easy. Das ist nicht normal, das ist easy. Zu easy. Als er noch unter den Engeln weilte. Aber nach einiger Zeit... Aber wenn ich es hochstelle, ist es zu zäh. Das mag ich nicht. Ich will doch durchschnetzen. So. Oh, knutschen wir noch einen Engel. Hier hast du noch ein bisschen Schläge. Also Damage machen sie irgendwie. Aber das war's. Ich bin nicht so defensiv, ich habe alles auf Offensive genommen. Gestellt.
equipped. Hier ist nichts. Ach, ich will wieder schneller werden. Na, schade, zu spät. Ja, nichts getroppt, oder was? Die lila Gegner droppen nie was. Ich muss nur durchwirbeln und schon sind alle tot. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, die vernichten die. Zesch. Die werfen euch aus dem Leben. Aha, ich muss Israel gar nicht töten, jetzt steht's ja. Okay, dann töten wir halt Diablo. Ah, müssen wir auch nicht töten, aber wir töten ihn trotzdem. Schade. Okay, dann war es nur die Symbole, dass dort ein Boss ist und nicht die Mission. Aber können wir sicher irgendwo anders schauen, ob ob so ein Boss zu besiegen ist. Bäh, eine Muschi an der Wand. Ihr nervt. Ihr auch da. Diese Teufel, also nicht diese großen, sondern... Wie heißen sie? Albträume, okay. Dafür, dass es niemals Frieden geben wird zwischen Menschen und Dämonen. Zauberer, die versuchten, sich die Dunkelkünste zu machen und mit ihren schwarzen Zaubern Dämonen zu beschwören, sind alle dazu verdammt, zu und boom. Albträumen zu werden. Gefesselt an eben jenem Marathon. Das tönt doch mal gut für Sprint. An die Stunde. Wäre aber auch irgendwas zum Geschwindigkeit aufnehmen. Kampfrausch. Ja, jetzt haben wir Kampfrausch. Mit Schwerte des Flugschar. Kann wie lang wirbeln, das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt ist gut. Da machen wir M. Ah nein, Diablo noch töten. Haben wir hier eigentlich noch ein paar Items, die man gebrauchen könnte? Ja, nehmen wir diese Rüstung. Und sonst... Ja, bringt's nix. Geht, kleine Teufel. Schatten. Ah. So, mal überlegen, wo denn der Eingang sein kann zum silbernen Turm, also die Spitze. Die werden mir da angesagt. Oh. Ach, du nervst, jetzt habe ich keinen Doppeldrop von dir. Hm, doch schon ein Doppeldrop, aber leider eins ist deine Essenz, das zählt nicht. Ich habe einmal einen wirren Betrunkenen getroffen, der behauptete, sich mit einer Succubus angelegt zu haben. Einer dämonischen Kreatur, die Form und Gesicht einer schönen Frau annimmt.
Er sagte, sie habe ihn verflucht und seinem Freund das Herz aus dem Leib gerissen, bevor er mit Mühe und Not... Ja toll, jetzt bekomme ich auch kein Loot über, wenn ich so schön die Gegner besiege. Oh. Euer Geist ist von diesem Leid befreit, Engel. Ja. Nochmal so ein kleines Teil da. Ein kleiner Schlaghammer. Die Albträume sind Geschichte. Ich hatte schon ewig keine Albträume mehr. Albträume sind für Noobs. Für Schwache. Ich bin zu abgehärtet. Ich schaue immer wieder Horrorfilme. Und so brutale Actionfilme und spiele auch eher brutalere Games. Und mir ist das scheißegal, was da passiert. Okay, hier ist die Musik, dann ist hier. Yay! So können wir sogar mit dem Begleiter reingehen, wenn es keine Quest ist. Oh, hab ich Hunger. So, komm schon. Gut. Machen wir Hackfleisch aus der Pussy. Aus der Schwuchtel. Könnte es sein, dass das dieser Ort gewesen ist, wo in der Anfangssequenz, oder nein, nicht in der Anfang, in der Akt 2 Sequenz, Einführungssequenz, die zwei gekämpft haben. Isu, ja, ist jetzt schon wieder, und Tyra jetzt zusammen. Och, Menno. Da hat man doch keine Spannung. Alles, was du jemals kanntest, alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Sagte ich schon, er redet weiter. Ich rede weiter, sterbe zwar, aber ich rede ein bisschen weiter. Easy. Oh, das war aber wirklich kein Loot. Und dann können wir irgendwas abholen. Was gibt es denn so? Man weiß nie, was in den Container drin ist. Dank euch ist die Welt. Ja, man bekommt trotzdem einen Container. Ein horatrisches Würfelchen. Oh je. Fühlt man sich ja wirklich getrollt. So. Dab, dab. Dab, dab. Dab, 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 dab. Was gibt es denn für schöne Sachen hier? Das sind die neuen. Naja, zu schwach. Zu... Ja, nehmen wir. Haben wir noch Platz? Ja. Dann... Schuhe... sind nicht so gut. Nehmen wir nicht. Und hier müssen wir die Sockel rausnehmen. Ah, die Sockel rausnehmen. Die Edelsteine rausnehmen, nicht hier. Das da. Hier reinlegen. Ach komm schon. Austauschen.
hier Sockel Ding rausnehmen, Edelstein, und hier rein tun und dann in die Kiste tun, haben wir irgendwelche Sachen, die man nicht braucht, zum Beispiel das Amulett. So. Und irgendwas rauswerfen. Die Schuhe. Die sind für Level 60, sind die extrem schon. Ach komm. Die blöde Steuerung. Da können wir danach schauen, ob das besser ist. Natürlich. Gute Wahl. Und das müssen wir hier tun. So, Händler. Machen wir einen Rift. Unser Volk hat vielleicht keine Heimat mehr, aber ich werde überleben, solange ihr... Der heult immer noch herum. Ich habe die Festung schon lange befreit und der heult immer noch herum. Schön. Okay, machen wir einen Rift. Oh, ich hoffe, es geht nicht zu lange. Nein, manche gehen recht lange. Nein! Du scheiß Battle.net. Okay, dann machen wir das nächste Mal eins. Wenn halt nicht die Server überlastet sind. Okay, bis dann. Tschüss. Sorry, tut mir leid, aber jetzt habe ich schon wieder 5 dieser Teile verbraten, nur weil dieses scheiß Battle.net nicht richtig funktioniert. Kann man nichts machen, aber ja. Ja, hier seht ihr noch meine Statistiken. Hab nicht so viel gespielt. Ja. Und Helden. Ja, Necro habe ich viel gespielt. Das sieht noch recht geil aus. Dieses Huhn, da ist ein Set-Item. Drago Basel habe ich gespielt. Der Mönch. Der ist Feuermönch, der hat Feuerfähigkeiten. Sind hier zum Beispiel Feuerverbündete. Ja, Waffenlager, so das Waffenlager. Headhunter, da habe ich ein bisschen angefangen, aber dann als langweilig befunden. Und Monika Basler habe ich nicht weitergemacht. Ja. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye bye, schönen Tag noch und tschüss.